Interview und Analyse zum vierten Rennen. Vierjährigen Rennen war, sagen wir mal, eine Vorbereitung sowohl fürs deutsche als auch fürs österreichische Derby der Teilnehmer hier. Du selbst hast den deutschen Kandidaten mit Lucky Birkenswick, der hat hier im Vorjahr zweimal gewonnen. Mag also die Bahn, zumindest hätte ich jetzt noch keine Schwächen hier erkannt. Wie weit ist er durch diesen Anstart gefördert? Ja, er ist sehr gut gelaufen in dem Anstart, also noch besser ist er auch im Probelauf gelaufen und er hat mir im letzten Start in der Traberei nicht zu 100%ig entsprochen, deswegen haben wir auch wieder auf das Equipment vom letzten Jahr zurückgegriffen und ich denke, dass das heute kein Problem sein darf. Melodies Best W, Start nach sehr, sehr langer Pause, geht, nehme ich einmal an, in die Zuchtrennsaison mit ihm. Was sind da jetzt einmal die ersten Erwartungen, beziehungsweise wie wird das Rennen angelegt werden? Ja, wie es angelegt wird, ist überhaupt nicht ausschlaggebend bei einem Rennen, da wo wir nachschauen wollen, wie weit das Ganze eigentlich schon ist. Probelauf war in Ordnung. Ein sehr schweres Pferd, ein sehr massives Pferd, hat sehr viel Schnelligkeit und auch Stehvermögen, aber ist aufgrund seines körperlichen, sage ich mal, seiner körperlichen überdimensionalen Ausprägung schon so vorzubereiten, denke ich, dass er nicht zu viele Starts vor den Zuchtrennen bekommen sollte und wird heute einfach einmal eine Formüberprüfung mitmachen. Und Biebenau, brauchen wir jetzt nicht viel drum herum reden, wenn man im Jahresdebüt war doch, sagen wir mal, vom Rennverlauf eigentlich passend, Ergebnis dann enttäuschend für euch? Ah, ich glaube nicht, dass wir über ein Pferd diskutieren müssen, das eigentlich nur mitläuft, um das Rennen zustande zu bringen. Und generell unverständlich, warum der andere Vierjährige hier nicht mitgelaufen ist und wir Be Happy Now mitnehmen müssen, damit wir 7 Starter haben, das soll auch einmal erlaubt sein zu sagen. Ein Derby-Anwärter, der steht hinter uns, der gibt sein Jahresdebüt. Was dürfen sich die Zuschauer beim ersten Jahresstart erwarten? Ja, er wird ein ruhiges Rennen bekommen und wir werden die letzten 400-500 Meter, weil mit 7 bekomme ich keine Führung, weil da sind sehr gute Beginner drin, die vom Lichtenwärter an sind, Meier, Gerd, also Kara GP fängt sehr schnell an, also wir werden sich hinten einordnen und werden schauen, dass wir die letzten 500 Meter irgendwie das Feld von hinten aufrollen können. Also wir werden schauen, was er die letzten, wir werden sicher nicht ganz ausfahren, aber normal müsste die Aufgabe lösen.